Herzlich willkommen zur Präsentation der Bebauungsplan. In den nächsten Minuten werden wir klären, was ein Bebauungsplan ist, wie ein Bebauungsplan aufgestellt wird und was ein Bebauungsplan eigentlich alles regeln darf. Um zu verstehen, was ein Bebauungsplan ist, müssen wir uns zunächst anschauen, in welche Planungsebene er einzuordnen ist. In Deutschland bestehen übergeordnet auf der Ebene des Bundes und der Länder Vorgaben zur Raumordnung. Die Bundesregierung legt hierfür Grundsätze, zum Beispiel im Bereich Verkehr, Siedlungspolitik und Umwelt fest. Diese Leitlinien finden sich im sogenannten Raumordnungsgesetz des Bundes. Hier sind auch die nachfolgenden Planungsebenen und deren Zuständigkeiten geregelt. Die Aufgabe der Raumordnung selbst fällt den Ländern zu, welche diese durch landesweite Pläne umsetzen. Der Landesentwicklungsplan, kurz LEP, wird als Verordnung durch die Landesregierung beschlossen. Aufgrund regionaler Unterschiede ist es sinnvoll, die landesweite Planung noch weiter zu gliedern. Mehrere Landkreise und kreisfreie Städte finden sich zu einer Planungsgemeinschaft zusammen und erstellen einen Regionalentwicklungsplan. Die Landeshauptstadt Magdeburg bildet mit dem Landkreis Börde, dem Jerichower Land und dem Salzlandkreis eine solche regionale Planungsgemeinschaft. Weiter heruntergebrochen auf die Ebene der Gemeinde haben wir den Flächennutzungsplan oder vorbereiteten Bauleitplan. Er umfasst das gesamte Gemeindegebiet und soll dessen städtebauliche Entwicklung steuern. Er entfaltet eine Bindungswirkung für die nachgeordneten Planungsebenen, nicht jedoch direkt gegenüber dem Bürger. Magdeburg besitzt seit dem Jahr 2004 einen gültigen Flächennutzungsplan. Er ist auf einen Entwicklungszeitraum von ca. 15 bis 20 Jahre angelegt. Derzeit erfolgt eine Überarbeitung. Die unterste Planungsebene ist der Bebauungsplan. Gemeinsam mit dem Flächennutzungsplan bildet er das sogenannte zweistufige Verfahren der gemeindlichen Planungshoheit. Grundstücksbezogen und parzellenscharf regelt er für einen kleinen Teil der Gemeinde das Baurecht. Er wird auch als verbindlicher Bauleitplan bezeichnet. Daraus wird bereits deutlich, dass er unmittelbare Rechtswirkung gegenüber dem Bürger entfaltet. Alle diese Planungsebenen bauen auf die vorangegangene Ebene auf. Ebenso gibt es über Beteiligungsverfahren eine Rückkopplung der unteren Planungsebenen zu den oberen. Der Bebauungsplan ist aus den Vorgaben des Flächennutzungsplanes zu entwickeln. In Magdeburg gibt es über 300 solche Bebauungspläne. Nicht alle werden natürlich gleichzeitig bearbeitet. Die grün hinterlegten Flächen sind bereits rechtsverbindliche Pläne, also fertige Satzungen. Die roten Bereiche stellen rechtsverbindliche vorhabenbezogene Bebauungspläne dar. Zu denen kommen wir aber später noch. Nun, was ist ein Bebauungsplan? Ein Bebauungsplan ist eine Satzung, also in der Gemeinde geltendes Ortsrecht für jedermann verbindlich. Er regelt die Art und Weise, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Das Verfahren zur Aufstellung und der Inhalt sind im Baugesetzbuch geregelt. Ein Bebauungsplan besteht aus mehreren Bestandteilen. Zum einen aus dem Planteil, aus der Begründung, die die wichtigsten Festsetzungen begründet, und bei größeren Verfahren, welche umweltrechtliche Belange betreffen, auch ein Umweltbericht. Im Verfahren kann es erforderlich werden, dass Gutachten erstellt werden müssen. Das kann den Lärm betreffen oder den Baugrund, Hydrologie, Grundwasserstände oder auch den Verkehr. Die Ergebnisse der Gutachten fließen in die Erstellung des Bebauungsplans ein. Um einen Bebauungsplan zu verstehen, müssen wir uns das Planwerk mal näher anschauen. Wir haben zum einen den Planteil. Der enthält die wichtigsten zeichnerischen Festsetzungen. Die zeichnerischen Festsetzungen werden in der Planzeichenerklärung, also der Legende, näher erläutert. Welche Planzeichen verwendet werden, finden wir in der sogenannten Planzeichenverordnung. Durch die Verwendung einheitlicher Symbole soll die Lesbarkeit erleichtert werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Bebauungsplanes sind die textlichen Festsetzungen. Diese werden als Kleingedrucktes gern mal übersehen, aber sie stehen gleichwertig neben den zeichnerischen Festsetzungen.
Alles, was zeichnerisch nicht oder nur schwer dargestellt werden kann, findet sich hier. Auch wichtige Informationen, zum Beispiel ob ein archäologisches Flächendenkmal oder hohe Grundwasserstände vorliegen, sind darin aufgeführt. Kommen wir nun zu den verschiedenen Arten von Bebauungsplänen. Es gibt drei verschiedene Arten. Der sogenannte qualifizierte Bebauungsplan enthält mindestens Festsetzungen über die Art der Bebauung, das Maß der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und die örtlich vorhandenen Verkehrsflächen. Ein einfacher Bebauungsplan liegt vor, wenn mindestens eine der vorher genannten vier Mindestfestsetzungen des qualifizierten Bebauungsplanes fehlt. Und dann gibt es noch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Dieser stellt eine Sonderform dar und dient der Realisierung ganz konkret bekannter Vorhaben. VorhabenträgerInnen und die Gemeinde schließen einen gemeinsamen Vertrag zur Durchführung des beabsichtigten Vorhabens ab. Die Kosten des Verfahrens trägt der die VorhabenträgerInnen. Diese Bebauungspläne erkennen Sie in Magdeburg auch daran, dass Sie hinter der Bebauungsplannummer einen Punkt und eine weitere Ziffer besitzen. Machen wir also einen kleinen Ausflug in die Bezeichnung der Bebauungspläne unserer Stadt. Zunächst ist es wichtig, dass eine Bezeichnung gefunden wird, die das Gebiet möglichst genau umschreibt, damit BürgerInnen ihre Betroffenheit erkennen können. Die Bebauungsplannummer setzt sich zunächst aus einer fortlaufenden Ziffer zusammen. In Magdeburgs Norden finden Sie 100er Nummern, im Süden 400er Nummern. Befindet sich hinter der fortlaufenden Nummer ein Buchstabe, so handelt es sich um einen Teilbereich. Häufig stellt sich im Verlauf des Verfahrens heraus, dass ein Plangebiet zu groß gewählt wurde. Dann erfolgt eine Unterteilung in Teilbereich A, B oder C. Findet man ein 2ä oder 3ä hinter der Nummer, so handelt es sich um ein Änderungsverfahren. In diesem Fall befindet sich der Bebauungsplan also im Verfahren der fünften Änderung. Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist im ersten Teil des Baugesetzbuchs geregelt. Genauer gesagt in den Paragraphen 1 bis 13b. Die Vorschriften zur Aufstellung des Bebauungsplans und zur Aufstellung des Flächennutzungsplans sind übrigens fast annähernd gleich. In Paragraph 1 Absatz 3 Baugesetzbuch heißt es: Bauleitpläne sind von der Gemeinde aufzustellen, soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Es muss grundsätzlich ein positiver planerischer Wille vorliegen. Allein aus Gründen der Verhinderung, also beispielsweise der Ausschluss einzelner Nutzungsarten, entsteht kein Planerfordernis. Zuständig für das Bauleitplanverfahren ist also die Gemeinde. Und wer ist die Gemeinde? Das sind zum einen die hauptamtliche Verwaltung, konkret die im Stadtplanungsamt tätigen StadtplanerInnen, und zum anderen die ehrenamtliche Verwaltung, also Stadträtinnen der Landeshauptstadt Magdeburg als gewählte VertreterInnen der Bürgerschaft. Die hauptamtliche Verwaltung erstellt die Planung und bereitet die Beschlüsse vor. Die ehrenamtliche Verwaltung entscheidet abschließend. Für die Aufstellung neuer Bebauungspläne und die Änderung bestehender rechtsverbindlicher Bebauungspläne ist das Verfahren gleich. Wenn ein Vorhaben nach bestehendem Recht nicht zulässig, aber für die städtebauliche Entwicklung der Stadt wünschenswert ist, erfolgt ein Aufstellungsbeschluss. Dieser wird durch die Verwaltung, also den StadtplanerInnen, vorbereitet und vom Stadtrat beschlossen. Hierzu besitzt der Stadtrat auch noch Fachgremien, wie den Bauausschuss und den Umweltausschuss, die ihn beraten. Ist der Aufstellungsbeschluss gefasst, wird er im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht. So erfährt die Bürgerschaft, dass eine Planung vorbereitet wird. Es wird dann ein erster Vorentwurf erstellt. Das passiert entweder über ein Planungsbüro oder durch die StadtplanerInnen im Stadtplanungsamt selbst. Dieser Vorentwurf wird der Bürgerschaft in einer BürgerInnenversammlung vorgestellt. Datum und Uhrzeit werden in der Magdeburger Volksstimme veröffentlicht, sowohl als Anzeige als auch als Presseinformation. Darüber hinaus sind alle stattfindenden und vergangenen BürgerInnenversammlungen auf der Homepage der Landeshauptstadt Magdeburg veröffentlicht. Parallel hierzu erfolgt eine erste Beteiligung der TrägerInnen öffentlicher Belange, wie Stadtwerke, Umweltamt oder Denkmalschutzbehörde. Die Beteiligung erfolgt entweder auf dem Postweg oder per E-Mail.
Die Hinweise, welche aus der BürgerInnenversammlung und der frühzeitigen TrägerInnenbeteiligung eingehen, werden in einem sogenannten Abwägungskatalog zusammengefasst. Der Inhalt wird analysiert und gewichtet. Im Ergebnis kann die Erforderlichkeit für nähere Betrachtungen, zum Beispiel durch Gutachten oder bilaterale Gespräche, bestehen. Anregungen, die berücksichtigt werden können, finden Eingang in den Entwurf zum Bebauungsplan. Wenn Anregungen nicht umgesetzt werden können, bedarf es einer ausführlichen Begründung, welche sich im Abwägungskatalog zur sogenannten Zwischenabwägung wiederfindet. Die Zwischenabwägung, also der Umgang mit den eingegangenen Hinweisen, wird durch den Stadtrat beschlossen. Das Ergebnis der Zwischenabwägung ist, wie alle Beschlüsse des Stadtrates, im Internet einsehbar. Bis hierhin befinden wir uns in der Planungsphase Vorentwurf. Unter Hinzuziehung der Ergebnisse aus der TrägerInnen- und Öffentlichkeitsbeteiligung wird aus dem Vorentwurf der Entwurf erstellt. Wir befinden uns nun in der zweiten Planungsphase. Diese läuft analog der ersten Phase ab. Der Stadtrat entscheidet nach vorheriger Anhörung der Ausschüsse über den Entwurf und bestätigt damit, dass eine öffentliche Auslegung des Plans erfolgen darf. Ort und Zeitraum der öffentlichen Auslegung werden im Amtsblatt bekannt gemacht. Der Plan wird mit Begründung, Umweltbericht und etwaigen Gutachten im Baudezernat ausgehängt und parallel dazu auf der Homepage für die Dauer eines Monats veröffentlicht. Nun haben BürgerInnen und Betroffene erneut die Gelegenheit, schriftlich oder zu Protokoll ihre Belange in das Verfahren einzubringen. Parallel dazu erfolgt analog zum Vorentwurf die erneute Beteiligung der TrägerInnen öffentlicher Belange. Die Hinweise, welche aus der öffentlichen Auslegung und der TrägerInnenbeteiligung eingehen, werden erneut in einem Abwägungskatalog zusammengefasst. Der Inhalt wird wieder analysiert und gewichtet. Sollten an dieser Stelle Anregungen eingehen, welche den Plan noch einmal entscheidend ändern, muss ein erneuter Entwurf gefertigt werden und das Verfahren beginnt erneut ab Phase 2. Sollten jedoch keine Änderungen mehr erforderlich sein, wird der finale Abwägungskatalog erstellt und die Satzung vorbereitet. Der Stadtrat fasst nun den finalen Abwägungsbeschluss. Im Gegensatz zur Zwischenabwägung erfolgt nach dem Beschluss zur finalen Abwägung eine schriftliche Information an die BürgerInnen, welche sich im Verfahren geäußert haben. Hierin wird mitgeteilt, wie mit den Anregungen und Hinweisen umgegangen wurde und wie sich der Stadtrat dazu positioniert hat. Bis hierhin befinden wir uns in der Planungsphase Entwurf. Am Ende des Verfahrens steht der Satzungsbeschluss. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg und auf der Homepage wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich und ist zwingend anzuwenden. Jetzt können Bauanträge auf der Basis des Bebauungsplans beurteilt und genehmigt werden. Das ganze Verfahren nimmt im Regelfall um die 2 Jahre in Anspruch. Jeder Beschluss, und davon sind mindestens 3 zu fassen, bedarf einer Vorlaufzeit von ca. 3 Monaten, da eine Vielzahl von Beteiligten am Beschluss mitwirken und genug Zeit bleibt, die umfangreichen Inhalte zu studieren. Nicht immer ist eine frühzeitige Beteiligung, also die Phase 1 des Vorentwurfs, erforderlich. Die Gesetzgebenden unterscheiden zwischen dem sogenannten Normalverfahren, welches ich erläutert habe, und dem beschleunigten Verfahren. Letzteres wird angewendet, wenn Bebauungspläne die Innenentwicklung von Städten fördern sollen oder wenn ein Änderungsverfahren nicht wesentlich in die Grundzüge der Planung eingreift. Eine BürgerInnenversammlung zusätzlich zur öffentlichen Auslegung kann dennoch im Sinne der Transparenz und Information der Bürgerschaft sinnvoll sein. Die dritte und letzte Frage, der wir uns nun widmen möchten, lautet: Was darf ein Bebauungsplan regeln? Auch hier hilft uns ein Blick ins Baugesetzbuch weiter, denn § 9 enthält einen abschließenden Katalog von Regelungen. Diese Regelungen werden durch die Baunutzungsverordnung, kurz BauNVO, noch konkretisiert. Nachfolgend möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über die wichtigsten Regelungen geben. Ein B-Plan legt in erster Linie die Nutzung von Flächen fest. Grob unterscheidet man in Wohngebiete, Misch- oder Kerngebiete, Gewerbe- oder Industriegebiete und in Sondergebiete, die näher bestimmt werden müssen im Bebauungsplan. Weiterhin kann der Bebauungsplan das Maß der Bebauung bestimmen. Hinter den Zahlen und Abkürzungen in dem Kästchen verbergen sich die jeweiligen Kenngrößen. Das WA steht noch einmal für die Nutzung. WA bedeutet allgemeines Wohngebiet, also eine nähere Bestimmung der rosa Flächen, die wir vorhin gesehen haben.
Die römische Zahl 2 steht für die maximal zulässige Geschossigkeit. Hier ist grundsätzlich auch ein von bis Maß zulässig. Die Zahl 0,4 legt die maximale Grundflächenzahl fest. Sie gibt an, wie viel Fläche des Grundstückes überbaut werden darf. Im vorliegenden Fall sind es 40%. Die Zahl mit dem Kreis bestimmt die Geschossflächenzahl. Sie gibt an, wie viel Geschossfläche je Grundstück errichtet werden darf. Also ein Maß für die Bebauungsdichte, also die Nutzungsintensität. TH ist die Abkürzung für die maximal zulässige Traufhöhe und FH für die maximale Försthöhe. Anhand der Zahlen erkennen Sie, dass es sich hier nur um Einfamilienhäuser handeln kann. ED bedeutet nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig und die Abkürzungen PD, SD, FD und WD stehen für Dachformen. Die Festsetzung Einzel- und Doppelhäuser auf der vorhergehenden Folie ist eigentlich schon der Bauweise zuzuordnen. Die Bauweise lässt sich weiterhin in offen und geschlossen einteilen. Gebäude ab einer Länge von 50 Metern sind der geschlossenen Bauweise zuzuordnen. Mittels einer Baulinie kann festgesetzt werden, dass das Gebäude genau hier errichtet wird. Eine Baugrenze dient dazu, eine Linie festzulegen, welche nicht überschritten werden darf. Zu den wichtigsten Festsetzungen zählen auch Verkehrs- und Grünflächen. Diese können durch nähere Zweckbestimmung weiter untergliedert werden. Zum Beispiel in Straßenverkehrsflächen für PKWs oder Verkehrsflächen, die nur von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden dürfen. Ebenso verhält es sich mit Grünflächen. Hier steht das P für private und das Ö für öffentliche Grünflächen. Es gibt noch viele, viele weitere Festsetzungsmöglichkeiten, wie Lärmschutzmaßnahmen, Wälle oder Wände oder Bäume, die neu zu pflanzen oder zu erhalten sind. Auch Versorgungsflächen für Elektrizität oder Gas können festgesetzt werden. Und zum Ausgleich von Eingriffen in die Natur eignen sich Pflanzflächen. Gemeinbedarfsflächen werden erforderlich, wenn eine Kita oder eine Schule gebaut werden soll. Und so gibt es noch viele weitere Festsetzungsmöglichkeiten. Allerdings haben diese auch ihre Grenzen. Zum Beispiel, wenn andere Fachgesetze wie Bahnverkehr, Hochwasserschutz oder Straßenverkehrsordnung betroffen sind. Geschwindigkeitsregelungen fallen daher nicht unter die Regelung des Bebauungsplanes. Nun haben Sie einen kurzen Überblick darüber erhalten, was ein Bebauungsplan ist, wie er aufgestellt wird und was er festsetzen darf. Wichtig ist noch zu wissen, dass der Bebauungsplan eine Angebotsplanung darstellt. Niemand kann gezwungen werden zu bauen. Nur wenn gebaut wird, dann nach den Vorgaben der Satzung. Vielen Dank!